Chemnitz, Stadt der Moderne, liegt im Südwesten des Freistaats Sachsen und ist die dritte größte Stadt Sachsens. Sie ist eine Stadt mit ausgedehnten Grünflächen und Parkanlagen. Als Tourist besucht man nicht nur die unzähligen Sehenswürdigkeiten, sondern auch man spaziert durch die wunderbaren Wälder und Grünflächen. Im Frühling sind die Blumen überall zu sehen und im Winter sind die mit Schnee bedeckten Seen und Wälder zu sehen. Es ist eine wundervolle Sache, durch diese wunderbare Stadt zu spazieren und die Landschaft und die Denkmäler zu sehen, die überall zu sehen sind. Chemnitz hat eine lange Entwicklung vorher. Sie wird von Jahr zu Jahr immer weiterentwickelt, um immer eine moderne Stadt zu sein. Chemnitz hat viele Sehenswürdigkeiten, die eine besuchswert sind, die alle einmal in ihrem Leben besuchen sollten. Sie hat Wert, für das Jahr 2025 eine Kulturhauptstadt zu sein. Chemnitz ist auf dem Weg zur Kulturhauptstadt in 2025. Dafür werden viele Gebäude und Museen gebaut, um für das Jahr 2025 vorzubereiten. Welche berühmten Sehenswürdigkeiten gibt es in Chemnitz und wie schön ist die Natur in Chemnitz, das werden wir in diesem Video erfahren. Die Kunstsammlungen in Chemnitz gehören zu den größten und wichtigsten kommunalen Kunstsammlungen in Deutschland. Kunstsammlungen in Chemnitz sind eine städtische Einrichtung 100 Jahre alt. Sie wurde am 1920 eröffnet. Das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz ist das archäologisch-kulturhistorische Landesmuseum des Freistaats Sachsen. Es wurde am 2014 im ehemaligen Kaufhaus Schücken eröffnet und ist die Nachfolgeinstitution des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden. Das Schlossbergmuseum gehört zu den Kunstsammlungen in Chemnitz, ist das Chemnitzer Museum für Stadtgeschichte. Das Museum Kunstenhauser ist das jüngste Einrichtung der Kunstsammlungen in Chemnitz. Es ist mit mehr als 3000 Werken von 270 Künstlern und Künstlerinnen mit Fokus auf die Kunst der Jahrhundertwende um 1900. Das Industriemuseum Chemnitz ist eine umfangreiche Sammlung aus der sächsischen Industriegeschichte in Chemnitz und gehört als Standort dem Zweckverband Sächsisches Industriemuseum an. Die Villa Eschen im Chemnitzer Stadtteil Kabelenberg ist eine Anschaffung von belgischen Architekten und Gestaltern. Die Burg Rabenstein ist die kleinste mittelalterliche Burg Sachsens und findet sich das Schloss Rabenstein, an dem sich der Rabensteiner Wald anschließt. Die Bittrichkirche ist ein evangelischer Kirchenbau in Chemnitz, der von 1885 bis 1888 nach einem Entwurf des Leipziger Architekten Hans Engel als neugotische Hallenkirche errichtet wurde. Die Markuskirche ist die Wahrzeichen des Sonnenbergs, die evangelische Markuskirche auf dem Sonnenberg, Kornplatz, wurde 1893 bis 1895 errichtet. Die Schlosskirche Chemnitz befindet sich im Chemnitzer Stadtteil Schloss Chemnitz auf dem Schlossberg und gilt als das wertvollste Bauwerk der Stadt.
Das Chemnitzer Rathaus besteht aus dem alten Rathaus und dem später dazu gebauten neuen Rathaus. Es wurde am Ende des 15. Jahrhunderts erbaut. Die evangelische Stadtkirche Jakob gehört zu den ältesten erhaltenen Sakralbauten der sächsischen Stadt Chemnitz. Die evangelische Lutherkirche ist eine von drei Kirchen in Chemnitz, die den Namen des Reformators Martin Luther tragen und wurde am 1.1.1900 gegründet. Der Rabensteiner Wald ist ein rund 900 Hektar großes Waldgebiet im Westen der Stadt Chemnitz. Der Krimitschauer Wald, der zwischen Bonn und Altendorf liegt, trägt vermutlich seit dem 14. Jahrhundert den Namen des Abtes Ulrich von Krimitschau aus dem Chemnitzer Benediktinerkloster. Der Karl-Marx-Monument ist eine 7,1 Meter Höhe und ca. 40 Tonnen schwere Plastik, die den Kopf von Karl Marx stilisiert darstellt. Sie wurde nach einem Entwurf des sowjetischen Künstlers Leo Gerbel realisiert und 1971 eingeweiht. Der Schlossdeich Chemnitz ist ein See in der Nähe von Chemnitz. Der Rote Turm ist das Wahrzeichen der Stadt Chemnitz und ein ältestes erhaltenes Bauwerk. Er wurde gegen Ende des 12. Jahrhunderts errichtet und diente zunächst als Bergfried, um den umliegenden Siedlungen zu schützen. Später war der Sitz des Stadtvogtes. Der Chemnitzfluss ist ein rechter und der wichtigste Nebenfluss der Zwickaumulde und ist ca. 75 Kilometer lang. Das Sitz ist ein Kulturzentrum in Chemnitz. Dabei sind eine Volkshochschule, die Stadtbibliothek Chemnitz, das Museum von Naturkunde, die Neue Sächsische Galerie sowie einige Geschäfte und Cafés untergebracht.